shit. Here we go again. Wir trainieren heute Rücken. Ich würde sagen, wir checken gleich mal das Wetter draußen ab. Nice. Jetzt sind meine Nippel steif. Wir gehen besser rein. Boah, draußen ist brutal kalt, aber zurück zum Thema Rückentraining. Ich muss sagen, Freunde, Rücken trainiere ich wirklich am liebsten, aber das war nicht immer so, denn Rücken ist wirklich die komplizierteste Muskelgruppe überhaupt. Das Ding ist, wenn wir unsere Arme, Schultern, Brust, Bauch oder Beine trainieren, dann sehen wir die Muskelgruppen. Deswegen fällt es uns viel einfacher, sich darauf zu fokussieren. Bei Rücken ist es aber anders. Wir sehen den Rücken nicht, außer halt im Spiegel. Und das Ding ist halt, deswegen fällt es auch so vielen so schwer, sich auf den Rücken zu fokussieren und diesen auch richtig zu treffen. Früher muss ich ehrlich sagen, habe ich das Rückentraining wirklich gehasst. Denn egal was ich gemacht habe, ich habe immer nur den Bizeps gespürt. Sprich, ich hatte einfach nicht die richtige Technik und konnte das Ganze auch nicht wirklich perfekt machen. Und den meisten im Gym geht es eigentlich immer genauso. Die trainieren zwar den Rücken regelmäßig, aber die spüren den nicht. Ich musste sogar früher echt vorzeitig aufhören, weil mein Bizeps nicht mehr konnte, vor allem Rückentraining, das war echt funny. Aber mittlerweile, seitdem ich die richtige Technik habe und weiß, wie man den Rücken perfekt trifft, dass der auch richtig schön aufgepumpt wird, dass der richtig schön in die Breite geht, seitdem habe ich wirklich die brutalsten Gains gemacht. Denn du kannst wirklich die besten Übungen der Welt für den Rücken ausführen, aber es bringt dir alles nichts, wenn du nicht die richtige Technik hast. Und die richtige Technik zu entwickeln und ein richtiges Mind-Muscle-Connection für den Rücken zu entwickeln, da brauchst du wirklich nicht nur Zeit, sondern auch Übung, Übung, Übung und natürlich noch ein paar Tipps, die ich dir heute mitgeben werde. Die erste Übung ist jetzt durch, Freunde, Langhantelrudern, und ihr habt vielleicht an der Technik schon gesehen, wie ich das Ganze gemacht habe. Zwar gebe ich euch ein paar wirklich, wirklich wertvolle Tipps, die bei mir komplett das komplette Rückentraining verändert haben. Und zwar habe ich ja früher, wie gesagt, immer aufhören müssen mit dem Rückentraining, weil mein Bizeps nicht mehr konnte. Und das sehe ich auch sehr oft im Gym oder habe es im Gym gesehen, dass sie noch offen waren. Die meisten, wenn die rudern zum Beispiel, dann sieht es bei denen immer so aus. Die machen immer den hier, sprich die ziehen das Ganze aus dem Bizeps, als würden sie Bizeps-Curls machen an dem Rudergerät. Und die wichtigsten Tipps sind das, erstens nicht aus dem Bizeps ziehen, sondern eher aus dem Ellbogen. Sprich, die Handgelenke nicht mehr so steif zu lassen, sondern eher locker. Handgelenke lockern, sprich, du hast sie nicht mehr so fest, sondern du lässt sie locker und ziehst nur aus dem Ellbogen. Versuchst das Ganze nur aus dem Ellbogen nach hinten zu ziehen. Und was noch wichtig ist, deine Schultern. Denn viele lassen die Schultern einfach so, wie sie sind. Die arbeiten nicht mit denen, aber die Schulterbewegung, die Schulterarbeit, die macht so viel aus. Und das zeige ich euch jetzt mal an den Klimmzügen. Und zwar mache ich jetzt 3 Wiederholungen, ohne meine Schultern nach hinten zu ziehen. Sprich, ich lasse meine Schultern so, wie sie sind und ziehe sozusagen aus dem Bizeps, so wie es die meisten machen. Und jetzt wieder 3 Wiederholungen, aber dieses Mal arbeiten die Schultern mit. Und seht ihr den Unterschied? Denn während der ersten Ausführung habe ich nur den Bizeps eigentlich gespürt, den Rücken so gut wie gar nicht. Und früher ging es mir eigentlich bei jedem Rückentraining genauso. Und bei der zweiten Ausführung merkt ihr so richtig, wie jetzt dieses Mal der Rücken mitarbeitet. Und zwar könnt ihr genau beobachten, wie ich mit den Schultern arbeite, dem immer mit vor und hinter nehme, aktiv und mich nach oben aus dem Ellbogen ziehe. Also nicht aus dem Bizeps, sondern aus dem Ellbogen. Wir machen weiter.
habe es vielleicht schon gesehen, Freunde, ich habe dieses Mal einen anderen Griff benutzt. Ich habe dieses Mal so gegriffen, dass die Handflächen zu mir zeigten und nicht von mir weg. Und das ist ein weiterer Punkt, den man auf jeden Fall beachten muss beim Rückentraining, denn keine Muskelgruppe ist so kompliziert wie der Rücken. Denn beim Rücken gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, den zu trainieren, den richtig zu trainieren. Wir haben zum Beispiel bei der Brust ein ganz normales, einfaches Bankdrücken, theoretisch sogar die komplette Brust gut trainieren würde, reicht es beim Drücken nicht einfach nur eine Übung zu machen. Denn wie gesagt, der Muskel ist so kompliziert, ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass ihr ihn so verschieden wie möglich trainiert. Schaut drauf, dass ihr nicht nur rudert, sondern auch Latzugübungen macht, das Ganze breit, eng, den Griff mal so halten, mal die Handflächen nach oben, mal zum Körper und so weiter. Und da gibt es noch eine Möglichkeit, wie ihr den Rücken, also nur den Rücken isoliert trainieren könnt, und das zeige ich euch gleich. Und so brauchen wir eine Bank bzw. eine Fläche, auf der ihr entspannt mit dem Bauch liegen könnt. Aber natürlich auch, die gleichzeitig groß genug sein sollte, damit ihr eure Arme komplett ausstrecken könnt. Für diese Übung benutze ich zum Beispiel meine Bank und lege noch etwas drunter, damit ich die Möglichkeit habe, meine Arme komplett auszustrecken und somit auch den Rücken vollständig zu dehnen. Und das wirklich Beste an solchen Übungen ist es, dass ihr überhaupt keine Chance habt, irgendwie abzufälschen oder Schwung zu holen und sozusagen gezwungen seid, nur aus dem Rücken zu ziehen. Ich würde solche Übungen besonders empfehlen, wenn du noch ein Anfänger bist oder sagen wir mal kein wirkliches Muskelgefühl im Rücken hast beziehungsweise es schwer hast, den Rücken aufzupumpen. Damit wirst du ein viel besseres Muskelgefühl entwickeln, aber natürlich auch bei dieser Übung gilt, nicht aus dem Bizeps zu ziehen, sondern wie gesagt Handgelenke locker lassen und versuchen nur aus dem Ellbogen das Gewicht nach oben zu ziehen. Und noch ein kleiner Tipp, denn je nachdem, wie ihr das Gewicht zu euch zieht, könnt ihr entscheiden, ob ihr mehr den Lat trifft oder mehr den oberen Rücken, den Trapez. Sprich, wenn ihr das Gewicht eher zum Bauch zieht, dann trainiert ihr mehr den Lat, dann habt ihr mehr Fokus auf den Lat. Und wenn ihr das Gewicht zur Brust zieht, dann habt ihr mehr Fokus auf den Trapez, auf den Nacken und auf die hintere Schulter. Die Übung war richtig anstrengend und das wirklich Nervigste am Home Gym ist es, die ganzen Geräte immer auf- und abzubauen. Ich muss ehrlich sagen, es gibt selten eine gute Rückenübung, bei der ich den Rücken so gut spüre wie bei dieser hier. Wenn man einfach nur auf der Bank flach liegt, da kann man wirklich nicht abfälschen, nichts falsch machen. Man zieht einfach aus dem Ellbogen und es arbeitet nur der Rücken. Das ist so geil. Probiert es unbedingt aus. Als nächstes machen wir eine Latzug-Variante und wir ziehen zur Brust, um so gut wie möglich den Trapez mit anzusteuern und noch ein bisschen den oberen Lat hier auch noch mitzutreffen. Und mit jeder Übung versuche ich immer, den Rücken unterschiedlich zu reizen. Hier zum Beispiel, das ist kein klassisches Latzug, wie man sonst kennt, wo man das Ganze eigentlich gerade zum Körper zieht, sondern ich lehne mich absichtlich leicht nach hinten, um den Winkel etwas zu verändern und somit auch den Reiz. Dann spüre ich das Ganze viel mehr im Nacken und wie gesagt im oberen Lat. Und was auch noch hilft, das Ganze nicht breit zu machen, sondern eher eng. Wenn ich breiter greifen würde, wäre die hintere Schulter viel stärker mit in die Übung involviert. Und wenn ich das Ganze eng halte, dann habe ich so gut wie nur den Trapez, nur den Nacken und wie gesagt den oberen Lat.
Das war's mit dem Rückentraining, Freunde. Ich mache jetzt noch ein bisschen Arme, ein bisschen Schultern. Und in diesem Sinne, falls dir das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt in die Kommentare euer Feedback, wie euch das Video gefallen hat oder beziehungsweise was euch nicht so gut gefallen hat. Denn das Feedback in den letzten Videos bringt mich immer und immer wieder weiter. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.